Ole P. 3 Jahre nach Hirn ob seine Frau Pauline gibt Gesundheitsupdate. Hinter Ole P. 44 und seiner Frau Pauline Betz-Zuckart liegen herausfordernde Jahre. Bereits 2007 erfuhr Pauline durch einen Zufallsbefund, dass sie einen Tumor im Kopf hat. Sie konnte viele Jahre beschwerdefrei leben. Doch im August 2019 folgte die Schockdiagnose: Der Tumor hat die Größe eines Golfballs erreicht. Sie musste operiert werden. In den darauffolgenden Monaten und Jahren hat sich der Sänger mehrmals zum Zustand seiner Liebsten geäußert. Sie erhole sich, doch gesundheitlich ist noch Luft nach oben, sagte er im Sommer 2021 gegenüber Schlager. Die Genesung sei ein langwieriger Prozess. Nun gibt Pauline selbst ein Update. Auf ihrem Instagram-Kanal postet sie 2 Bilder. Das erste ist ein aktueller Schnappschuss, das zweite wurde kurz nach ihrer Operation aufgenommen. 04.03.2023 VS 04.03.2020, schreibt sie und fügt den Hashtag dankbar hinzu. Pauline scheint in der Zwischenzeit also weitere Fortschritte gemacht zu haben. Roland Kaiser, 70, ist derzeit wieder auf Tour und begeistert seine Fans in zahlreichen deutschen Städten mit seinen Hits. Bei seinem Auftritt in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen hat sich die Schlagerlegende besondere Unterstützung geholt. Auf seinem Instagram-Kanal postet der Sänger ein Bild von sich und seiner Enkeltochter. Wie sie den Backstage-Bereich erkunden. Die kleine Kaiserin zu Besuch bei Opa Roland in Oberhausen. Schreibt der Santa Maria Interpret dazu. Eine echte Seltenheit. Immerhin hält der Musiker sein Privatleben strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Seine Fans zeigen sich begeistert über den privaten Einblick und bringen dies in den Kommentaren zum Ausdruck. Nicht nur Künstler, auch Familienmensch, schreibt eine Userin. So süß die kleine Maus, findet eine andere. Giovanni Zarella, 44, wollte in seiner eigenen ZDF-Show auf Nummer sicher gehen. Doch die umstrittene Szene sorgt auch Tage nach der Ausstrahlung am Samstag für Diskussionen im Netz. In seiner Sendung erinnerte der Entertainer an Schlagerlegende Udo Jürgens, 80, und sang ihm zu Ehren gemeinsam mit Roland Kaiser, 70, und Namika, 31, ein Hit-Medley. Dabei dichtete Giovanni Zarella den Udo Jürgens Klassiker Aber bitte mit Sahne um. Im Originaltext heißt es, sie passten und brusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein, Giovanni Zarella ersetzte das höchst umstrittene Wort Mohrenkopf mit dem Synonym Schokokuss. Der Duden listet den Begriff bereits seit 2012 mit dem Hinweis auf, dass er als diskriminierend aufgefasst werden könnte. Gebräuchlicher sind inzwischen Synonyme wie Schaum oder Schokokuss. In den sozialen Medien sorgt die Textänderung für Irritationen. Als verrückt bezeichnen einige die Umformulierung des Klassikers. Andere meckern, es musste mal wieder ein Kulttext geändert werden, damit er niemandem zu nahe tritt. Das ZDF bezieht dazu Klarstellung. Wir haben uns für eine zeitgemäße, einmalige Anpassung des Liedtexts Aber bitte mit Sahne für die Live-Show am 25. Februar entschieden und diese mit dem Musikverlag und den Erben des Originaltextdichters abgestimmt. Heißt es vom Sender zu einer Anfrage der Abendzeitung. Das Konzert von Roland Kaiser, 70, hatte noch gar nicht begonnen, doch schon vor seinem Auftritt in Oldenburg bekamen seine Fans einen hohen Puls. Grund war eine überraschende Evakuierungsmaßnahme wegen eines Feueralarms. Tausende mussten die EWE Arena auf Geheiß der Sicherheitsbehörden verlassen. Laut TZ seien Feuerwehrkräfte zum Einsatz gerufen worden. Nach bangen Momenten dann endlich Erleichterung, es hatte sich offenbar um einen Fehlalarm gehandelt. Die Kaiser-Fans durften wieder ins Innere des Veranstaltungsortes zurückkehren und sich bei den vertrauten Klängen ihres Stars wieder ein wenig entspannen. Kaiser ist aktuell mit seinem neuen Album Perspektiven auf großer Deutschland-Tour.
Noch bis September 2023 ist er auf den Bühnen der Republik zu sehen und hören, hoffentlich ohne weitere unliebsame Katastrophenmeldungen. Anna-Karina Wojcik, 30, kann aufatmen. Nachdem die Schlagersängerin von dem Kabarettisten Christian Keltermann, 45, in seinem Programm sowie im Internet unter anderem als Schlagermatratze beleidigt wurde, zog die 30-Jährige vor Gericht, mit Erfolg. Wie Wojcik's Anwalt gegenüber RTL bestätigt, hat das Landgericht Hannover dem Kabarettisten am 27. Februar 2023 verboten, sich weiterhin beleidigend über sie zu äußern. Wenn er sich nicht daran hält, muss er ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Als Person des öffentlichen Lebens bin ich es gewohnt, dass über mich immer wieder Unwahrheiten geäußert werden. Da habe ich mir ein dickes Fell angelegt. In diesem Fall waren die Beleidigungen aber so schlimm, dass ich den Vorgang an meinen Anwalt abgegeben habe, sagte Anna-Karina Wojcik vor der Verhandlung gegenüber Bild zu ihrer Entscheidung, vor Gericht zu ziehen. Christian Keltermann beharrte derweil auf die Satirefreiheit. Das sah das Landgericht anders, eine große Erleichterung für Wojcik. Auf Instagram teilt sie kurz nach Bekanntwerden des Urteils Screenshots von diversen Medienberichten und kommentiert diese mit dem Hashtag gegen Hass im Netz. Am 25. Februar 2023 lief die Giovanni Zarella Show im ZDF. Mit dabei waren Schlagerstars wie Maite Kelly, 43, Vanessa, 30. Mai, Roland Kaiser, 70, und auch Andrea Berg, 57. Bei der Performance ihres Songs Viel zu schön, um wahr zu sein, überraschte die Sängerin nicht nur in ihrem Glitzerkleid, sondern auch mit der Performance selbst, oder eher gesagt, mit dem Zeitpunkt des Auftritts. Die ZuschauerInnen schienen davon sichtlich irritiert gewesen zu sein, denn der Schlagerstar ist als zweites nach Roland Kaiser auf die Bühne getreten. Auf Twitter schreibt ein Fan dazu, nach dem Kaiser jetzt Andrea Berg. Die wollen wirklich, dass alle frühzeitig abschalten, und ein anderer meint, wenn ihr alle Großen am Anfang verballert, schlafe ich eventuell nachher ein. Meist kommen die Top-Stars tatsächlich erst gegen Ende auf die Bühne. Eine feste Ordnung schien es bei dieser Show jedoch nicht zu geben, und so konnten Fans früh über die Darbietung der 57-Jährigen genießen. Zudem trat sie später ein weiteres Mal auf, das Publikum hatte also doppelt Grund zur Freude. Welche spannenden Neuigkeiten es bei anderen Schlagerstars gibt, lesen Sie in unseren weiteren Schlager-News. Verwendete Quellen: T-Online.de, Instagram.com, Twitter.com, RTL, Bild.de, Abendzeitung, ZDF, Schlager.de.